Und wenn Sie dann hören, das ist der heißeste Juli aller Zeiten, dann fühlen Sie sich schon veralbert, um nicht ein schärferes Wort zu gebrauchen. Nein, also ich glaube, dass die Macht, die Meinungsmacht dieser Leute gebrochen ist. Es gibt noch Leute, es gibt noch einen Rest, der ihnen glaubt, aber der schmilzt wie das Eis in der Frühlingssonne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de, also endlich mit aktiengeldverdienen.de, gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Mein heutiger Gast war Mitglied der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Sie wurde 1988 verhaftet, konnte dann nach einem Monat Haft ausreisen aus der DDR und ich begrüße ganz herzlich Vera Lengsfeld. Ja, hallo, guten Tag. Guten Morgen, Frau Lengsfeld. Frau Lengsfeld, was mich interessiert: Sie haben die DDR erlebt, Sie waren dort in der Opposition, Sie sind verhaftet worden. Gibt es Ihrer Meinung nach zur damaligen Zeit und zur heutigen Zeit heute in der Bundesrepublik Parallelen? Naja, die Geschichte wiederholt sich ja nicht. Das tut sie nie. Aber gewisse Verhaltensweisen und Mechanismen treten immer wieder in der Geschichte periodisch auf. Und von daher gibt es manches, was ich in der DDR erlebt habe, auch heute wieder, natürlich in modifizierter, moderner Form. Und als erstes fällt mir da das Denunziantenunwesen ein, unter dem wir jetzt massiv zu leiden haben. In der DDR gab es ja bekanntlich die Staatssicherheit, die ein Netz von inoffiziellen Mitarbeitern, es soll sich um 90.000 bis 130.000 Leute gehandelt haben, die die Aufgabe hatten, zu denunzieren, ihre Mitbürger auszuhorchen, auszuspitzeln und zu denunzieren. Und heute haben wir die Aufforderung, von Politik und Medien aufeinander zu achten und antidemokratische Positionen, Haltungen und so weiter zu melden. Wir haben die von einer ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiterin der Staatssicherheit gegründete Antonio Amadeus Stiftung, die ein bundesweites Meldeportal Antifeminismus eingerichtet hat und auffordert, Vorfälle zu melden. Das vielleicht noch zu ergänzen im aktuellen Fall Till Lindemann, also die Hetzkampagne gegen Till Lindemann und die Band Rammstein, hat es offensichtlich solche Meldungen nicht gegeben und deshalb hat die Stiftung einen Tweet abgesetzt, der ungefähr so lautet: Warst du ein Fan von Rammstein, von der Band Rammstein? Wolltest du die Band näher kennenlernen? Warst du auf einer Party und hast dich dort aber unwohl gefühlt, hast etwas mitgemacht, was du eigentlich gar nicht wolltest, dann wende dich an uns. Wenn sie sollen Vorfälle melden, die nicht nur Lindemann oder die Band, sondern auch die Mitarbeiter betreffen. Die Band hat über 100 Mitarbeiter. Es werden also in diesem Tweet über 100 Menschen unter Verdacht gestellt. Das schlägt jeder Rechtsstaatlichkeit ins Gesicht. Und insofern sind die Verhältnisse schon zu vergleichen, denn von Rechtsstaatlichkeit konnte in der DDR ja auch nicht die Rede sein.
Jetzt ist Lindemann, ich möchte sagen, ein Sonderfall. Wie bewerten Sie denn die ganzen Einschränkungen, die wir in den letzten 3 Jahren, also während der Corona-Zeit, erlebt haben? Das, finde ich, war ja wirklich unglaublich, dass man tatsächlich durfte ich mit meiner Frau nicht mehr zusammen abends den Hund ausführen, sondern wir mussten das entweder, ja, mussten das alleine machen, ja. Und das waren ja Sachen, da hat man ja nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Also Lindemann ist kein Einzelfall. Gerade heute ist bekannt geworden, dass der amerikanische Weltklasse-Schauspieler Kevin Spacey von einem Londoner Gericht vom letzten Vorwurf der sexuellen Übergriffigkeit freigesprochen wurde. Also alle Vorwürfe, die gegen ihn erhoben worden sind, haben sich in Luft aufgelöst. Aber sein Ruf ist ruiniert, seine Karriere ist ruiniert. Also solche Dinge. Kampagnen gegen unliebsame Menschen, aus welchen Gründen, also ob das Hans-Georg Maaßen ist oder andere, die sind inzwischen an der Tagesordnung. Also das ist gar kein Einzelfall. Und in der Corona-Zeit sind die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger unseres Landes einfach außer Kraft gesetzt worden und sind wie Privilegien behandelt worden, die die Politik für Wohlverhalten zuteilt oder eben nicht zuteilt. Was mich besorgter macht als die Reaktion der Politik, ist, dass das von viel zu vielen Menschen hingenommen wurde. Und es gab Widerstand, es gab sogar wachsenden Widerstand. Das habe ich sehr wohl registriert. Aber ganz offensichtlich hat doch die überwiegende Mehrheit diese Maßnahmen stillschweigend gebilligt. Und sogar gut geheißen. Ja, das gab es auch und die Auseinandersetzung gibt es ja bis heute, dass trotzdem inzwischen die gesamte, wie sagt man, modernen Corona-Erzählung restlos zusammengebrochen ist. Nachdem klar ist, dass alle verhängten Maßnahmen, ob das Lockdown, Maskenpflicht oder Impfzwang waren, kontraproduktiv gewesen sind und mehr Schaden angerichtet haben, als sie genützt haben. Selbst heute noch wird von vielen Leuten daran festgehalten, dass das alles gut und richtig gewesen sei. Ja, und es wird behauptet, dass die Maßnahmen gegen Corona 1,2 Millionen Menschen das Leben gerettet haben soll. Wobei, wenn man sich dann mal auf den Weg macht und im Internet nach Belegen dafür sucht, findet man da fast gar nichts. Hirschhausen hat das behauptet in der Doku. Na, behaupten kann man ja viel. Und wir wissen ja auch aus der Geschichte der Demagogie, dass eine Falschbehauptung nur oft genug wiederholt werden muss, damit sie schließlich als Wahrheit anerkannt wird. Ja? Also das ist auch eine gar nicht neue Taktik, einfach zum Schutz Falschbehauptungen in die Welt zu setzen, was allerdings wirklich nachprüfbar ist inzwischen, dass diese Impfungen, die angeblich lebensrettenden Impfungen, bei sehr vielen Menschen Schaden angerichtet haben und zum Teil irreparable Schaden. Also besonders hart hat es Schwangere getroffen, die sich impfen lassen haben, die Anzahl der Totgeburten ist rasant gestiegen und so weiter. Das ist alles nachprüfbar. Und es ist auch nachprüfbar, dass die Masken nicht nur nichts genützt haben, sondern schädlich gewesen sind. Das hätte man allerdings von Anfang an wissen können und wissen müssen. Denn diese FFP2-Masken, die kommen aus dem Arbeitsschutz. Und es gibt, wenn man die beruflicherweise anlegen muss, sehr strenge Bestimmungen,
wie das Maskentragen überwacht werden muss. Also man muss vorher ärztlich untersucht werden, ob man so eine Maske tragen kann. Es muss ein Monitoring geben für Leute, die beruflich diese Masken tragen, diese FFP2-Masken tragen müssen. Und dann wurde plötzlich für die gesamte Gesellschaft FFP2-Masken tragen angeordnet. Also zumindest in Bayern war das wohl so, dass ein ganzes Bundesland unter die FFP2-Maske gezwungen wurde, obwohl es diese strengen Arbeitsschutzregelungen gibt. Und deshalb hat man auch zum Beispiel in der Gastronomie eine Ausnahme gemacht. Dort musste nicht FFP2-Maske getragen werden, weil da die Arbeitsschutzbedingungen gegriffen hätten und der Staat wäre oder der Unternehmer wäre zur Verantwortung gezogen worden, wenn es schädliche Wirkungen wegen des FFP2-Masketragens während der Arbeit gekommen wäre. Also Frau Lengsfeld, was mich dabei am meisten erschüttert, ist, dass es so scheint, als hätte das alles überhaupt keine Konsequenzen. Es liegt alles auf dem Tisch. Es gab eine Zeit, ja, 2, 3 Wochen, da wurden auch die Impfopfer thematisiert. Das war, als Karl Lauterbach, ich glaube, es war bei Lanz, zugegeben hat, dass die Impfung doch nicht nebenwirkungsfrei war. Aber es hat keinerlei Konsequenzen. Und das zieht sich ja durch allem durch. Wenn man sich an früher erinnert, wofür musste Möllemann damals zurücktreten? Er hatte ein Einkaufsschiff seines, meine Neffen oder eines nahen, näheren Verwandten. Schwagers. Genau. Hatte er einfach empfohlen, ja, dieses Produkt, was damals neu auf den Markt kam. Und wenn man sich heute anschaut, was da passiert, welche Fehler in der Politik gemacht werden, welche Betrügereien gemacht werden. Wenn ich da an die Oberbürgermeisterin oder regierende Bürgermeisterin von Berlin denke, die ihre Doktorarbeit gefälscht hat, denken wir zurück an von Guttenberg, das war ja ein Riesentheater damals, als rauskam, dass er seine Doktorarbeit gefälscht hat. Und es passiert nichts. Nichts hat irgendwelche Konsequenzen. Und das erschüttert mich tatsächlich. Naja, Guttenberg ist ja zu oder musste ja zurücktreten. Also da hat es Konsequenzen gegeben, aber bei Das Ursula meine ich von der ja. Leyen zum Damals war Beispiel. das, Entschuldigung, Frau Lengsfeld, damals war das so. Damals mussten Politiker für viel, viel kleinere Verfehlungen zurücktreten. Heute können die machen, was sie wollen. Und ja, da gibt es niemanden oder keine Presse, die dasteht und den Rücktritt fordert. Das ist ja unser eigentliches Problem, dass die freie Presse ihre eigentliche Aufgabe, der Regierung kritisch auf die Finger zu schauen, nicht erfüllt, nicht nur nicht erfüllt, sondern sich stattdessen zur indirekten Regierungssprecherin gemacht hat. Und heute haben wir ja von wenigen Ausnahmen abgesehen eine Presse, die sich mit der Opposition gegen die Regierung beschäftigt und die an den Pranger stellt, statt der Regierung kritisch auf die Finger zu schauen. Ja, das ist ein Problem, was wir haben. Aber wenn die Not am größten ist, die Rettung am nächsten. Wir haben inzwischen ein Netzwerk von alternativen Medien, bei denen sich die Bürger informieren können. Früher haben wir Westfernsehen geguckt und alles geglaubt, was im Westfernsehen uns gesagt wurde. Heute kann sich jeder bei den alternativen Medien informieren. Und was ich registriere, ist, dass die Presse ihre Haltung langsam, also indirekt, zu spüren kriegt. Die Leser laufen den Zeitungen weg, die Hörer den öffentlichen Rundfunksendern, dem Fernsehen sowieso. Und es wird nicht mehr alles geglaubt, was die Presse verbreitet. Das war ja eine Zeit lang so, dass alle meinten, wenn etwas im Fernsehen gesagt oder im Rundfunk verbreitet oder in der Zeitung zu lesen war, dann ist das die Wahrheit. Inzwischen gibt es eine wachsende
Anzahl von Menschen, die da nicht nur skeptisch sind, sondern sich aktiv von diesen Medien zurückziehen. Und das ist schon eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Kommen wir in dem Zusammenhang mal auf Karl Lauterbach zu sprechen. Während der Corona-Zeit einer der absoluten Hauptprotagonisten. Er saß quasi in jeder zweiten Landsendung, er war überall präsent und hat gewarnt. So, jetzt hat er eine neue Liebe gefunden. Die Liebe ist der Klimawandel. Die Liebe ist die Hitze, die unglaubliche Hitze, der heißeste Juli aller Zeiten, den wir gerade erleben, entpuppt sich jetzt seit den letzten 10, 14 Tagen als sehr, sehr kalt, als sehr regnerisch und man kann kaum ohne Jacke nach draußen gehen. Ja, trotz allem scheint es so, dass die Leute das wieder glauben, wieder annehmen oder sehen Sie da einen wachsenden Aufwachprozess? Nein, ich glaube nicht, dass die Leute das noch alle glauben, denn so wie ich heute bibbere und mir dicke Socken angezogen habe, weil es so kalt ist, heute Morgen waren 12 Grad, als ich das erste Mal rausging, das spüren die Menschen natürlich. Und wenn sie dann hören, das ist der heißeste Juli aller Zeiten, dann fühlen sie sich schon veralbert, um nicht ein schärferes Wort zu gebrauchen. Nein, also ich glaube, dass die Macht, die Meinungsmacht dieser Leute gebrochen ist. Es gibt noch Leute, es gibt noch einen Rest, der ihnen glaubt, aber der schmilzt wie das Eis in der Frühlingssonne. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, und zwar zum Gebäudeenergiegesetz, wo die ja, Abstimmung darüber ja nach der Sommerpause vertagt wurde. Es scheint so, wenn man sich das alles anschaut, wenn man sich die Industrie anschaut, die massiv unter diesen hohen Energiepreisen leiden, wenn man sich die Menschen anschaut, die massiv unter den hohen Lebensmittelpreisen und der Inflation leiden, dass dieses Land ja zerstört wird. Es ist jetzt gerade rausgekommen, dass der IWF bekannt gegeben hat, dass Deutschland tatsächlich vom Wirtschaftswachstum her am Ende der Liste liegt von, ja, also wir sind komplettes Schlusslicht. Ja, Und ja. das ist doch politisch so gewollt. Also das hätte jeder schon wissen können, der sich jemals ein grünes Parteiprogramm angeguckt hat. Seit der Gründung der Grünen ist vom ökologischen Umbau der Wirtschaft die Rede. Und das hat sich im Laufe der Jahre immer weiter konkretisiert. Ökologischer Umbau heißt Deindustrialisierung Deutschlands. Und wenn man sich die Vereinbarung, den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition anguckt, wenn man sich den von Anfang an angeguckt hätte, da steht das alles drin. Da steht das alles drin und es wird Punkt für Punkt abgearbeitet. Ja, diese Deindustrialisierung ist nicht eine Folge politischer Fehler, sondern die ist gewollt um des ökologischen Umbaus willen. Da werden Fantasiegebilde aufgedauert, also eine Wasserstoffwirtschaft, wo Deutschland angeblich dann die Chance hätte, führend wieder in der Welt zu werden, ein Vorbild für die Welt zu werden. Das wird sich alles nicht realisieren. Aber es ist, wie man auch in der Geschichte immer wieder beobachten kann, dass Fehlentwicklungen kurz bevor sie zerplatzen oder bevor sie als Fehlentwicklungen eingestanden werden müssen, sich nochmal verschärfen und radikalisieren. Und genau das haben wir jetzt auch. Ja, Frau Lengsfeld, Sie sagen, das steht alles oder stand alles im grünen Parteiprogramm schon seit Jahren. Trotz allem ist Deutschland ja ganz vorne dabei. Also es gibt kein Land auf der Welt, was so radikal das alles umsetzt wie Deutschland. Hier werden die Grundkraftwerke abgeschaltet, die Atomkraftwerke sind abgeschaltet worden. Kein Land auf der Welt macht das.
Dann haben wir gelernt beim Greichen-Clan, dass da durchaus auch internationale Interessen der Finanzindustrie, der Hedgefonds hinterstehen, das alles so zu handhaben. Ja, ist die ganze deutsche Politik fremdgesteuert? Naja, also dazu will ich jetzt nichts sagen, außer darauf hinweisen, dass man ja mal die Seite des Weltwirtschaftsforums besuchen kann. Da steht drin, was das Weltwirtschaft, die Aktivisten des Weltwirtschaftsforums mit uns vorhaben. Da steht offen drin, im Jahre 2030 werden wir nichts mehr besitzen, aber glücklich sein. Das ist das sozialistische oder das kommunistische Enteignungsprogramm in moderner Gestalt. Das ist nicht etwas, diese Entwicklung ist ja nicht auf Deutschland beschränkt, sondern ähnliche Probleme gibt es ja im ganzen Westen. Aber warum ist das in Deutschland so besonders radikal? Weil hier die bürgerliche Korrektur, die Korrektur der bürgerlichen Partei der Mitte, ich meine die Union, das ehemalige Erfolgsmodell der alten Bundesrepublik, völlig ausgefallen ist. Was der CDU unter Merkel passiert ist oder was da erfolgreich durchgeführt wurde, ist den Wesenskern der alten CDU zu zerstören und zu ersetzen durch rot-grüne Themen. Die Grünen sind bei uns so erfolgreich geworden, weil und dieser Prozess begann als mit Kanzlerin Merkel, ihre Themen von der Union aufgegriffen und exekutiert worden sind. Also ich denke da zum Beispiel an die offenen Grenzen. Die offenen Grenzen ist etwas, was Claudia Roth seit Anfang der 90er Jahre immer wieder auf grünen Parteitagen gefordert hat. Und ich war das 94 oder also Anfang der 90er Jahre auf so einem grünen Parteitag anwesend, saß in der Nähe der Truppe von Joschka Fischer. Und während Claudia Roth ihre Rede hielt und wieder die offenen Grenzen forderte und sich die Fischerleute über sie mokiert haben und gesagt haben, die ist ja völlig durchgeknallt, ja, das wird nicht passieren. Oder das kann gar nicht passieren. Das ist ist eine Schnapsidee. So waren die damals drauf. Wer hat die Schnapsidee umgesetzt? Angela Merkel. Ja. Und jetzt darf an dem Dogma der offenen Grenzen nicht mehr gerüttelt werden. Aber nicht Kraft von Claudia Roth oder der Grünen, sondern weil eine Volkspartei, die Vorsitzende einer Volkspartei das übernommen und durchgesetzt hat. Und das kann man mit anderen Themen auch durchdeklinieren. Also Atomausstieg und so weiter. Energiewende. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es in Deutschland so radikal abläuft? Hat es damit zu tun, dass die Deutschen ja umerzogen wurden in der Form, dass der gesamte Stolz, also des Volkes, quasi ja dem Erdboden gleichgemacht wurde? Man darf ja nicht mehr stolz sein auf Deutschland, darf es auch nicht sagen. Wenn man das tut, dann ist man Nazi, Rechter und so weiter. So, und wir haben das ja gesehen. Corona-Krise, wenn man auf einer Demo war, die halt für die Impffreiheit demonstriert hat, dann standen am Rand Leute und haben einen als Nazi beschimpft. Ja, und das ist in anderen Ländern nicht so. Die Franzosen sind stolz auf ihr Land, auf ihr Volk, und wenn da eine Politik herrscht, die gegen das Volk richtet, dann gehen die Leute auf die Straße. Wer hier auf die Straße geht, wird sofort als Nazi und Rechter betitelt. Es sei denn, man geht auf einen Christopher Street Day.
Also ganz so, ja, die Franzosen sind in gewisser Weise widerständischer als der Durchschnittsdeutsche, aber die Fehlentwicklungen, auch besonders während der Corona-Politik, die gab es in Frankreich genauso wie in Deutschland. Und zum Teil waren die Corona-Maßnahmen in Frankreich noch viel schärfer als bei uns, also zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen. Da durfte man sich in Paris nur in einem Umkreis von 1 Kilometer um seinen Wohnort herum bewegen. Und wenn man dagegen verstoßen hat, musste man hohe Strafen bezahlen und so weiter. Ja, in Deutschland haben wir das Phänomen gehabt, dass 1 Million Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen auf der Straße waren, aber die Politik das völlig ignoriert hat. Und das Ereignis, weswegen sie es ignoriert hat, war der angebliche Sturm auf den Reichstag, wo nach einer merkwürdigen Rede einer noch merkwürdigeren Person ein paar hundert Leute auf die Osttreppe des Reichstags gegangen sind, dort hauptsächlich Selfies geschossen haben. Von 2 Polizisten haben ausgereicht, um den angeblichen Sturm zu stoppen. Aber dieser Propagandatrick hat ausgereicht, um von dieser machtvollen Demonstration abzulenken und den Fokus wieder auf den Kampf gegen rechts zu richten. Frau Lengsfeld, reden wir jetzt mal über die Zukunft. Wie glauben Sie, geht das ganze Spiel weiter und wie geht es zu Ende? Weil irgendwann wird es ja zu Ende gehen müssen mit dieser Ampelregierung. Ich bin ja keine Wahrsagerin und kann nicht in Glaskugeln gucken. Was ich aber feststelle, ist, dass es einen rasch wachsenden Unmut und Veränderungswillen in der Bevölkerung gibt. Aber was ich im Augenblick nicht sehe, ist das politische Personal, das diesen Unmut aufnimmt und diesen Veränderungswillen in praktische Politik umsetzt. Das ist unser Problem. Wir haben eine einzige Oppositionspartei, das ist die AfD, die unter vielfacher Diskreditierung steht und mit der niemand kooperieren will. Aber wir haben, also ich sehe im Augenblick nicht die Struktur, die diesen Veränderungswillen aufgreift und umsetzen kann. Ich bin deswegen nicht verzweifelt, weil ganz kurz vor dem Fall der Mauer konnte sich oder vor Beginn der, noch besser vor Beginn der Montagsdemonstration in Leipzig, konnte sich auch niemand vorstellen, wie das gehen soll, dass die DDR verschwindet, also die Mauer fällt und das SED-Regime verschwindet. Und dann war das eine Sache von wenigen Monaten. Ja, kommen wir mal auf die Brandmauer zur AfD zu sprechen. Da hat ja jetzt gerade Friedrich Merz im Sommerinterview zunächst mal die Brandmauer so ein bisschen eingerissen. Er hat gesagt, dass er auf kommunaler Ebene durchaus mit der AfD zusammenarbeiten möchte. Das ginge auch gar nicht anders. Ja, einen Tag später ist er dann gleich ganz, ganz schnell zurückgerudert, weil er einen Shitstorm aus der eigenen Partei bekommen hat für diese Aussage. Wie mächtig ist Merz eigentlich noch? Also als ich das gehört habe von Friedrich Merz, dann habe ich mit mir selber eine Wette abgeschlossen, wie lange es dauern wird, ehe er umfällt. Ich hatte ihm 24 Stunden gegeben, aber er hat das unterboten. Er hat in weniger als 24 Stunden umgefallen. Und das hat mich nicht überrascht, sondern das habe ich erwartet. Ich kenne Friedrich Merz seit 1994. Und
weiß, dass er keine Standfestigkeit hat. Was er übrigens dort in diesem Sommerinterview gesagt hat, ist etwas, was auf kommunaler Ebene seit Jahren passiert. Da stimmt mal die SPD mit der AfD ab, um irgendwas durchzusetzen. Oder um ein Beispiel aus dem Thüringer Landtag zu nehmen, AfD und Linke stimmen gemeinsam für die Erweiterung des Auftrags eines Untersuchungsausschusses, den die CDU eingerichtet haben will. Also das ist etwas, was seit Jahren und Monaten ganz besonders auf kommunaler Ebene schon immer passiert, und das geht auch gar nicht anders. Es ist ja Das auch so höchst undemokratisch, sich hinzustellen und zu sagen, wir im Parlament, wir lehnen eine Zusammenarbeit mit einer demokratisch gewählten Partei ab. Das ist ja gerade das Undemokratische. Und dann muss ich auch noch ansprechen, das hat mich auch ziemlich aufgeregt, der Herr, der im Bundestag sitzt und eine Frau ist, also ein der Ja. Wie heißt er noch? Ja, ist egal. Ist egal, wir wissen alle, wen wir meinen. Auf jeden Fall, er hat tatsächlich getwittert, dass man auch mit undemokratischen Mitteln gegen die AfD vorgehen müsse. Und das wäre legitim. Er hat den Tweet dann gelöscht. Aber ganz ehrlich, das ist ja eigentlich alles nicht mehr hinnehmbar, was da passiert. Ja, aber das ist ja nun wirklich kein Einzelfall, dieser Tweet. Also diese Forderung, dass demokratische Prozesse viel zu lange und zu umständlich seien, also und die Energiewende viel schneller durchgesetzt werden müsse, das gibt's, und dass man gegen vermeintliche Antidemokraten auch antidemokratische Mittel anwenden müsse, das ist eine Forderung, die immer mal wieder in der einen oder anderen Form auch vom politischen Personal oder von Mitgliedern des politischen Personals erhoben wird. Die Leute haben nicht begriffen, dass es dass eine ganz entscheidende Lehre aus den Diktaturen des letzten Jahrhunderts ist, die Methoden von Diktatoren zu scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Wer totalitäre Methoden anwendet, und sei es aus den besten Absichten, ja, oder deklarierten besten Absichten, der leistet der Entstehung eines neuen Totalitarismus Vorschub. Das müsste man allen diesen Leuten, die solche Tweets absetzen oder Forderungen stellen, ins Stammbuch schreiben. Die sind diejenigen, die einem neuen Totalitarismus Vorschub leisten. Frau Lengsfeld, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Und ja, hoffen wir, dass es bald wieder mal ein bisschen wärmer wird in diesem Sommer. Naja, wir haben ja noch die Chance, den heißesten August aller Zeiten zu erleben. Und ich würde mich freuen. Ich würde mich darauf freuen. Dankeschön. Ja.